Vermeide unbedingt diesen Fehler beim ersten Blickkontakt mit einer Frau. Warum solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass du keine Fehler machst, wenn du mit Frauen redest und ihr euch das erste Mal anschaut? Da werden wir jetzt ganz genau eingehen in diese Fehler und wir werden dir genau sagen, worauf du achten sollst, was du tun sollst und was du nicht tun sollst und dir auch das komplette Gerüst dafür geben, damit du mit Frauen ein sehr angenehmes, flirtiges und spaßiges Gespräch haben kannst, bei dem sie sich vor allem wohlfühlt. Dazu haben wir sehr viele konkrete Sachen wieder dabei und es wird eine geile Show. Falls du unsere Podcast-Folge, unsere aktuelle, noch nicht gehört hast, dann klick hier in die Beschreibung oder hier oben hin und da gelangst du zu unserem Podcast. Das ist ein komplett anderer Inhalt. Also in unserem Podcast, da geht jede Folge etwa eine Stunde und dort gehen wir nochmal viel intensiver in die Materie. Außerdem mache ich den Podcast mit unserem Co-Coach Dominik van Aave, dem Mindset-Trainer Nummer 1, bei dem du auch sehr schnell merken wirst, wie viel er auf dem Kasten hat und wie er dir ganz konkret mit diesen Glaubenssätzen, mit deinem eigenen Selbstbewusstsein dabei helfen kann, dich wieder wie dieser selbstbewusste Mann zu fühlen, der eigentlich schon immer in dir gesteckt hat. Das kriegst du in dem Podcast, also klick hier oben hin oder da unten hin in der Beschreibung und schau und hör dir die erste oder die vierte oder die mittlerweile auch schon 12. Folge, wenn ich mich richtig erinnere, an, wo du ganz konkrete Tipps bekommst. Also mein Lieber, wenn dir das Video gefällt, dann gib uns gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich darauf immens und dann legen wir direkt los. Andi, wie wichtig ist der erste Blickkontakt? Wann ist zu kurz und ein Blickkontakt manchmal auch zu lang? Mhm. Woran sehe ich das? Mhm. Ja, gute Frage. Woran sehe ich das? Wenn du nach außen schaust, wie kannst du dich selber dann beobachten? Sehr gute Frage, weil dann hast du wahrscheinlich nicht Augen vor dir, die vor dir rumschwirren und dich selber anschauen. So, hast du mal ein konkretes Szenario für uns? In welcher Situation würdest du dir diese Frage stellen als Anfänger, wenn du ein Anfänger wärst? Stell's vor. Corona-Zeit ist vorbei und wir können wieder rausgehen und es ist gleichzeitig wieder Sommer. Du wirst von deinen Freunden eingeladen, gehst in den Park und ihr wollt abends einfach zusammen picknicken, den Abend ausklingen lassen, vielleicht bei einem Glas Wein. Und dann gehst du hin und dann siehst du auf einmal aus dem Freundeskreis ein Mädel, was du schon seit Wochen magst und dich nie getraut hast, sie anzusprechen. Und du hast einen guten Tag und denkst dir, hast mal 2 Sekunden länger Mut und gehst auf sie zu, kennst ihren Namen, du sagst ihren Namen, sagst Hi, Andrea. Und baust den ersten Blickkontakt auf. Und die erste Frage, die du stellst, ist, okay, gut, ich weiß, dass ich ihr in die Augen schauen soll. Starre ich jetzt oder? Ja. So, wie gucke ich? Gucke ich ihr direkt in die Augen? Ja, gucke ich sie mit großen Augen an? Kneife ich die Augen zusammen? Und ab wann wird es nur noch creepy? Wann solltest du aufhören zu gucken? Wann ist es unangenehm für sie? Hey, ich habe in der Schule viele Jahre keine Ahnung gehabt, wie ich eigentlich bei Frauen ankomme, weil ich genau diese Frage einfach für mich nicht lösen konnte. Also, wie ich eigentlich ankomme, so wie mein Blickkontakt eigentlich rüberkommt. Weil es gab immer wieder diese Momente, in denen ich einfach nur da saß. Und dann hat mich irgendein Mädel angeschaut und dann habe ich zu ihr zurückgeschaut. Und dann haben sie direkt weggeguckt. Und es ist immer und immer wieder passiert. Und ich dachte mir so, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn so schlimm an meiner Visage, dass wenn ich da hingucke, dass sie dann sofort weggucken? Irgendwas stimmt doch nicht mit mir, oder? Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, meinen Blick einfach mal zu analysieren. Ich habe dazu auch schon einige Videos gemacht. Und bin einfach mal vor den Spiegel gegangen und habe mich selber angeschaut, wie ich denn so aussehe, wenn ich einfach nur gucke. Ja. Und herausgekommen ist, dass mein ruhendes Gesicht, mein Standardgesicht, nicht sehr freundschaftlich aussieht, nicht sehr sympathieerregend. Ja, mein normal ruhendes Gesicht sieht einfach nur so aus. Du darfst dich erschrecken. So. Da ist es kein Wunder, dass diese Frauen immer wieder weggeguckt haben. Ja? Das heißt, Regel Nummer 1 für guten Blickkontakt ist auch hier genauso wie in jeder anderen Kommunikation Leichtigkeit. Leichtigkeit, Sympathie, Freude. Es soll ja eine Freude sein, mit dir zusammen im Gespräch zu sein, mit dir in Kontakt zu sein, dich
als sein Freund, als seine Freundin, als dein Partner, als Affäre oder was auch immer zu haben. Es soll ja anderen eine Freude sein, in deiner Nähe zu sein, sodass sie deine Nähe auch suchen und in deiner Nähe sein wollen. Und damit andere in deiner Nähe sein wollen, müssen sie sich gut fühlen, wenn sie in deiner Nähe sind. Ja? Und das ist ganz einfach mit Spiegelneuronen zu erklären. Wenn du lächelst, wenn wir lächeln, das heißt, wir verspüren Freude, durch Spiegelneuronen, die in unserem Kopf dann einfach sich aktivieren, wird dein Gegenüber sich ebenfalls entspannen und lächeln und sich eher dazu geneigt sein, sich ebenfalls zu freuen. Aus dem Grund ist, wenn du dieses Gespräch beginnst in diesem Beispiel, wie hieß sie in dem Beispiel? Maria? Ja. Andrea, wie Andreas. Ach, wie oder Andy. Okay, so. Ich habe meinen Seelenpartner gefunden. Ja, dann Spiegelneuronen. So, wenn ich dann zu Andrea hingehe und Hallo sage, dann ist das Wichtigste, dass ich erstmal mit einem breiten, fetten Grinsen Hallo sage. Ja? So, dass sie direkt merkt, ich tue dir nichts, ich habe eine offene Körperhaltung, ich will dich kennenlernen. Hi, wer bist du denn? So, ich habe noch gar nicht mit dir gequatscht. Wer bist du denn? Wir haben es jetzt schon so oft hier gesehen, immer wieder. Du bist der Freund, du bist die Freundin vom David, oder? Oder von Peter, oder von der Melanie, oder von der Steffi, oder? Und dann sagt sie, ja, genau. Und dann sagt sie, cool. Und dann bist du freudig, weil es ist doch eine schöne Sache, diese Frau kennenzulernen. Es sollte nicht sein, was uns Angst macht. Es sollte nicht sein, was uns ein mulmiges Gefühl gibt. Denn, vergiss nicht, es gibt nichts, was du falsch machen kannst. Du bist gut genug, so wie du bist. Ja, das sagen wir immer wieder. Das auf jeden Fall. Es ist aber manchmal schwer, das selber zu glauben. Ne? Und du kennst es noch. Dann sagen wir es nochmal. Du bist gut, wie du bist. Du bist gut, so wie du bist. Du bist gut, wie du bist. Bist du. Übrigens, mein Lieber, wenn dir dieser Tipp hier gerade geholfen hat, dann tu mir einen Riesengefallen und gib diesem Video deinen Daumen nach oben. Damit hilfst du uns nämlich enorm zu wachsen, damit noch mehr Leute diese Videos sehen und wir dann diesen Männern genauso helfen können, wie wir hoffentlich auch dir helfen. Also du würdest mir einen enorm großen Gefallen damit tun und mich sehr glücklich machen, wenn du diesem Video deinen Daumen nach oben gibst und jetzt direkt weiter mit dem Video. Ja, ich weiß aber auch noch genau, wie es ist, nicht daran zu glauben, dass ich nicht gut genug bin. Und hey, das ist auch ein Gedanke, der immer wieder kommt. Ja? Selbst die selbstbewusstesten Profis in ihrem Gebiet haben diese Zweifel immer wieder mal. Ja? Das hörst du immer wieder auch von Leuten, die auf der Bühne von Tausenden und Abertausenden oder Millionen von Menschen stehen, dass auch sie manchmal Lampenfieber oder oft Lampenfieber bekommen. Ja, und diese Gedanken haben ich bin nicht gut genug. Warte kurz. Ja. Du bist gut, wie du bist. Ja, danke schön. In der Tat ist das ja eine Botschaft an die selbst, also der größte Kritiker von diesem Glauben, der ist ja nicht im Außen, der ist ja hier oben bei uns. Der schleicht sich immer wieder ein und sagt uns, dass wir nicht gut genug sind. Also, du bist aber gut genug. Und es gibt keinen Grund, warum sie dich nicht genauso mögen könnte, wie du bist. Wenn du dich allerdings verstellst und dir eine Maske aufziehst und versuchst, dass du alles richtig machst, dass der Blickkontakt richtig ist oder dass das, wie du dich gibst, genau richtig ist, so wie sie es mag, dann sind wir in einer riesen Bredouille gefangen. Ja, dann versuchst du nämlich alles richtig zu machen für sie. Das heißt, du passt dich ihr an. So, darüber werden wir jetzt gleich noch mehr reden, weil wir haben dazu nämlich noch sehr viel konkretere Tipps für dich an die Hand zu geben, die wir dir gleich mitgeben. Aber als erstes, was ist denn guter Blickkontakt? Dazu müssen wir über eine Sache reden, die wir Vakuum nennen. Was ist Vakuum? Oh, ich liebe Vakuum. Vakuum ist eine sehr angenehme und anziehende Form der Verbindung, wenn du dich mit einem anderen Menschen in Person gerade triffst. Das heißt, diese Verbindung, die ihr gerade spürt, wird in den Momenten des Vakuums umso intensiver und dementsprechend dann auch spannender, prickelnder. Und dann, wenn du ein Mann bist und sie eine Frau oder ihr seid beide Männer und Frauen, die auf Männer oder Frauen stehen, auf jeden Fall ist da eine sexuelle Komponente auch in der Luft. Wenn das der Fall ist, dann ist diese Spannung sexuelle Spannung. Und Vakuum ist genau dieser Moment, dieser luftleere Raum, in den Unterdruck entsteht. Ja? Kennst du aus der Physik. Und dieser Druck, das ist diese Spannung, das ist dieses, wir fühlen uns irgendwie zueinander hingezogen. Was ist denn hier? Ich kann mich gerade nicht entziehen vor diesem Blick. Ja? Und dann schauen wir vielleicht immer wieder kurz weg, aber
wir spüren, dass da eine ganz eindeutige Energie gerade zwischen zwei Menschen, also zwischen uns beiden fließt. Das ist Vakuum. Wie entsteht Vakuum? Vakuum entsteht, indem du in den Momenten, in denen andere üblicherweise diesen Druck sofort lösen, ja, also dann einfach diesen Augenkontakt mit Smalltalk zum Beispiel füllen, dass du das für eine kleine Weile nicht tust. Dass du also diesen Druck kurz aufrechterhältst. Beispiel, du sagst, hi. Ich habe dich hier die ganze Zeit mit Marianne gesehen. Über wen habt ihr gerade die ganze Zeit gelästert? Diese kurze Pause nach dem Hi, das und auch jetzt, ist Vakuum. Das heißt, es gibt einen Raum, in dem du dich fragst, was kommt denn jetzt? Ja, was sagt er jetzt oder was passiert als nächstes? Das ist diese Spannung, diese Anspannung. Und auch wenn sie nur ganz, ganz gering ist, ist sie da. Und das erzeugt dann eben in diesen Momenten etwas, was andere gar nicht mitbekommen, weil es total unter dem Radar ist, ganz subtil. Ja? Aber es ist sehr wichtig, weil ohne diese sexuelle Komponente, diese Anspannung, führst du ein Gespräch mit ihr oder schaust sie auf eine Weise an, die entweder eben rein platonisch freundschaftlich ist oder, wie du gerade gesagt hast, Makako, creepy und einfach zu viel des Guten. Ja? Und genau das ist natürlich eine Gefahr, wenn du glaubst, hey, jetzt habe ich endlich diesen Hack rausgefunden. Vakuum ist die Lösung für alle meine Probleme. Ich werde jetzt einfach Frauen die ganze Zeit anstarren und nicht mehr weiterreden. Das ist zu viel, das ist dann nicht mehr natürlich. Ja? Denn wir haben es hier mit Druck zu tun, welcher angenehm ist, solange sie ihn auch wahrnimmt als angenehm. Ja? Sobald sie diesen Druck als zu viel wahrnimmt, dann ist das nicht mehr angenehm. Ja? Das heißt, es gibt dort einfach ein Sweet Spot, ein Level, was angenehm ist, was diese sexuelle Prickeln auslöst oder zumindest einfach nur Interesse auslöst. Ja? Das ist dasselbe bei einem Vortrag. Wenn du bei einem Vortrag die Beteiligten dort begrüßt und du sagst, hallo meine Lieben, wer hat eine Ahnung, was ich jetzt gleich sagen werde? Das ist schon viel besser als, schönen guten Tag, mein Name ist Professor so und so, so und so, ich komme von da und da und heute reden wir über Thermodynamik und das Ganze fängt so und so an. Das ist keine Spannung, das ist langweilig, da machen wir den hier und dann legen wir uns schlafen. Aber wenn du mit dem anderen in einem Dialog bist und dann eben auch so eine Pause setzt, wo der andere dann gefragt ist, wo dann diese kurze Spannung da entsteht, dann macht es das Ganze interessanter. So. Das Ganze darf aber auch nicht, es darf nicht zu wenig sein, weil die meisten Männer machen das viel zu wenig. Ja, die meisten Männer trauen sich nicht vor diesem Vakuum. Das heißt, sie schauen eine Frau an und sobald die Frau sie anschaut, schauen sie weg. Ja, das heißt, sie können dieses Vakuum nicht aufrechterhalten. Fataler Fehler. Den solltest du unbedingt vermeiden. So war ich früher auch. Ja. Wenn jemand zu dir rüberschaut und du schaust direkt weg, quasi wie im Affekt, dann kannst du dieses Vakuum nicht aufrechterhalten. Du fühlst dich nicht wohl in diesem Druck. Und da ist es keine Frage, wenn du dann am Arbeitsplatz oder in diesem Freundeskreis mit der einen Frau oder dann eben auf einem Date mit der Frau nie auf das nächste Level kommst, weil diese sexuelle Komponente gar nicht erst anfängt, sich aufzubauen. Da kannst du noch so viele Tipps dir anschauen, wie man das Gespräch in eine sexuelle Richtung lenkt oder wie du dann sie auf ein Date fragst oder dann auf dem Date sie küsst. Wenn diese sexuelle Spannung null da war und die fängt schon bei diesen kleinen Blickkontaktmomenten an, dann hast du extrem wenig Chancen. Ja? Diese Momente müssen einfach dabei sein. Sie muss spüren, dass da irgendwas anderes ist. Ja? So. Das heißt, schau sie ruhig an, wenn sie dich anschaut und dann lächeln. Ganz wichtig, diese zwei Sachen. Anschauen. Es aushalten und lächeln. Das Ganze kannst du auch einfach üben mit allen Menschen, die dir so begegnen. Schaust sie einfach ein bisschen an, wenn ihr Blickkontakt habt, schaust du ein klein wenig länger als sonst. Kannst mal gucken, wie lange du das aushältst und dabei dann einfach anfängst zu lächeln. Sehr sympathisch. So. Es kann aber auch sein, dass du das Ganze übertreibst und das Ganze dann creepy wird. So, was heißt, wenn du das Ganze übertreibst? Wenn du das übertreibst, dann kommt das Ganze so rüber, als ob du keine Ahnung hast, wie es ihr geht. Das heißt, du bist ein, so denkt sie sich das dann irgendwie, ein Psychopath. Also ein Irrer. So, was geht in seinem Kopf vor, dass er mich so anstarrt? Er merkt offensichtlich nicht, dass es mir unangenehm ist.
sind ihre voll ausgesprochenen Gedanken. Und wenn sie das merkt, dass du keine Ahnung hast, wie es ihr geht, dann hat sie keine Lust, sich mit dir entweder, also nicht mal zu unterhalten, weder mit dir befreundet zu sein, noch mit dir zu schlafen oder eine Beziehung zu beginnen, weil du einfach nur eine Gefahr darstellst. Ja, jemand, der so unberechenbar ist, dass er sich nicht mal in andere versetzen kann, dass es gerade unangenehm ist, deutlich unangenehm, so angestarrt zu werden, mit dem möchte sie sich natürlich nicht auseinandersetzen. Und dann hat sie keine Lust auf den. So, frag dich mal, welche Feedbacks du üblicherweise bekommst. Ist es eine Vermeidungsstrategie von Frauen? Und sie wollen mit dir dann wirklich partout nichts mehr zu tun haben und finden dich komisch und schauen weg und sagen nein? Ja, dann hast du vielleicht zu viel Druck aufgebaut. Ja. Wenn sie mit dir immer nur befreundet sein wollen, na, dann hast du gar keinen Druck aufgebaut. Ja. Deswegen ist die schöne Lösung sympathischer Augenkontakt. Ja. Und dann reagierst du natürlich auch darauf, wie sie reagiert. Das heißt, wenn sie was sagt, kannst du antworten, kannst ein Gespräch führen und löst diesen Druck auch immer wieder mal. Ja, es macht überhaupt keinen Sinn, den anderen nonstop anzustarren, sondern es ist wie dieses alte Spiel, was du und ich vielleicht oder sie auf jeden Fall im Kindergarten und in der Grundschule gespielt hat, mit der Sonnenblume und dann dieses: Er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht. Es ist dieses Hin und Her, dieses Heiß-Kalt-Spiel. Ja? Das ist Druck aufbauen, Druck loslassen, was dort einfach zu einer sehr spielerischen, angenehmen Art der Verführung führt. Das heißt, ein Augenkontakt, bei dem du Vakuum aufbaust, ist gut, aber genauso ist gut, dass du dann auch einfach wegschaust und wirklich willentlich nicht diesen Druck aufrechterhältst und ihr die Chance gibst, durchzuatmen. Ja? Und dann schaust du wieder her und hast wieder irgendeinen Gedanken oder beantwortest ihre Frage. Und dann ganz natürlich schaust du weg. Das brauchst du jetzt auch nicht als Technik so ausüben wie gucken, weggucken, gucken, weggucken, gucken, weggucken. Ich dachte wegen was anderes. Ich glaube, du spielst das Spiel mit dem Blümchen immer noch. Ja, oh ja. Well, hey, auf einem Date, warum nicht? Nimmst du ein Blümchen und dann schaust du sie direkt an und sagst: Sie liebt mich, sie liebt mich nicht, sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Und dann, wo auch immer du endest, wenn du bei sie liebt mich nicht endest, dann oder eben bei sie liebt mich, yes! Und dann hast du dann natürlich auch irgendwie einen kleinen süßen Moment erschaffen. Ja, so ganz organisch, ganz natürlich ist leicht gesagt, denn das Ganze ist nicht nur Übungssache, sondern auch einfach Mindset-Sache, ja. Dass du wirklich daran glaubst, dass du gut genug bist, gibt dir diese Leichtigkeit, ja, diese Lockerheit, dass du dann eben auch dich nicht gezwungen fühlst, entweder sie die ganze Zeit anzugucken und alles richtig zu machen oder, ja, was hat Andi gesagt, ich muss auch mal weggucken, also gezwungen sein, dann wegzugucken. Weil das ist eine Anspannung, die sie spüren kann, das ist das Gesetz der Gefühlsübertragung. Wenn du dich angespannt fühlst, wird sie sich angespannt fühlen. Und dann hast du sowieso nicht die Möglichkeit, dass ihr eine angenehme Connection habt untereinander, weil sie spürt, wie nervös du bist. Ja? Das heißt, die wirkliche Lösung hierbei ist, wie so oft, dass wir an diesem Mindset arbeiten, dass du wirklich wieder zu dieser Leichtigkeit, zu dieser Lockerheit kommst, die dir schon immer als Kind mal gegeben war und dann irgendwann abhanden gekommen ist. Ja? Deine eigene Souveränität. Ja, genau. Das ist das Gefühl. Freude verspüren. Freude. Eigene Freude für sich und Freude für mich empfinden, Freude der Welt gegenüber empfinden und durch die Freude ehrliches Interesse entwickeln. Und das siehst du in deinen Augen. Das sehen andere Menschen in deinen Augen. Wenn du mit ehrlichem Interesse und Freude Menschen begrüßt, die Frauen, die du magst oder vielleicht mögen könntest, du weißt es ja im Grunde noch gar nicht, das strahlen deine Augen aus. Und das ist dieser Blick, dieses Lächeln, was dich dann interessant machen wird im Endeffekt. 100%. Ja. Es ist nicht nur deswegen wichtig, dass sie merkt, dass du glücklich bist in deinem Leben, weil das natürlich dann für sie attraktiv ist. Ja, der Mann, der glücklich ist in seinem eigenen Leben, der ist für andere attraktiv, weil dann denken sie, warum ist der eigentlich so happy die ganze Zeit oder warum ist der so zufrieden, warum ist er so grundentspannt? Das ist anziehend. Ecstasy. Ja, das ist total anziehend, weil dann, wir wollen ja auch was davon abhaben. Durch das Gesetz der Gefühlsübertragung bekommen wir auch ein klein wenig davon ab, aber wir wollen mehr. Ja, das ist eine kleine Droge. Das ist also, wer ist dieser Kerl? Und dann wollen wir mehr davon und finden ihn einfach interessant. Hier, Pejman, Coach aus unserem Team, Coach für Flirten.
Den kennst du ja auch mal. Gehuldig sei Peschmann. Ja. Ich muss es jetzt einfach mal sagen. Gehuldig sei Peschmann. Double heart, Peschmann. Peschmann wirst du kennenlernen, wenn du bei uns in der Flirt Masterclass bist. Da kommst du allerdings nur rein, wenn du dich bei uns in der Charisma-Analyse erstmal dir deine eigene Analyse abholst, um herauszufinden, aus welchem Holz du denn geschnitzt bist, wieso das bisher noch nicht so geklappt hat oder was du tun musst, damit es ab sofort gut funktioniert und du auch bei Frauen gut ankommst. Und wenn du dann in der Charisma-Analyse deinen Leitfaden abgeholt hast, dann kann es sein, wenn wir den Eindruck haben, dass du gut ins Team passt und du hast Lust drauf und du sagst, ja, ich will jetzt sofort loslegen, was machen wir, Andi, dass wir dir dann das Angebot machen, dass du zu uns in die Flirt Masterclass kommst. Und in der Flirt Masterclass wirst du dann den Peschmann kennenlernen. Und Peschmann, der wird nämlich oft von Männern gefragt, dass sie Nummern austauschen, genauso wie von Frauen. Aber das ist etwas, was super wenige Kerle überhaupt kennen, dass Männer sie fragen, können wir Nummern austauschen? Und das passiert nicht einfach so. Das passiert, wenn andere merken, wie grundzufrieden du in deiner Haut bist und wie optimistisch und positiv du auf andere zugehst und dann mit ihnen in Kontakt kommst. Dann wollen sie mehr davon. Die so, boah, wer ist dieser Kerl? Ich will einfach mehr in seiner Nähe sein. Ja? Und das kannst du auch. Du kannst dieser Mann sein, der du schon als Kind warst, als du dann auf dem Spielplatz das erste Mal andere Kinder dort begrüßt hast oder nicht mal mit ihnen ein Gespräch beginnen musstest, sondern sofort angefangen hast, mit ihnen zu spielen. Ja, dieses, was macht ihr da? Kann ich mitmachen? Oder dann einfach, hey, das ist der grüne Ball, das bedeutet, du musst jetzt stehen bleiben oder was auch immer. Das ist diese Offenheit, ja, diese Leichtigkeit, einfach so dich in diesen Momenten wohlzufühlen. Und die ist uns irgendwann abhanden gekommen. Die hast du aber und die hast du auch verdient. Also, mein Lieber, Druck ist teilweise das Mittel, um euer Verhältnis auf ein anderes Level zu heben. Aber Druck ist auch gleichzeitig etwas, mit dem du empathisch umgehen musst, weil du willst nicht, dass sie oder irgendjemand sich in deiner Nähe schlecht fühlen, ja, oder irgendwie unter Druck gesetzt fühlen, irgendwas zu machen. Selber Grund, warum so viele der Männer, die mir Fragen stellen in Instagram oder hier im YouTube-Kanal, übrigens, wenn du mir deine Frage stellen möchtest, dann schick mir deine Frage per Instagram einfach als Sprachnachricht. Hier unten siehst du den Instagram-Account, schickst mir dort als eine Sprachnachricht, 60 Sekunden, nicht länger als das, dann kann ich genau deine Situation analysieren und mach das hier in der Show völlig anonym. Das heißt, dein Name wird nicht veröffentlicht, dein Foto wird nicht veröffentlicht, ich höre dann einfach deine Sprachnachricht, wir spielen deine Sprachnachricht hier ab und beantworten sie dann hier live in der Show. Und eine der Fragen, die wir immer wieder bekommen, ist, hey, wenn ich Frauen anspreche, die haben kein Interesse an mir und ich habe diese Erfahrung x-mal gemacht und dann habe ich irgendwann aufgegeben. Und was ich oft sehe, wenn ich mit Männern live spreche, also sie live coache, in solchen Situationen ist, sie haben keine Ahnung, was dieses Vakuum eigentlich ist und wie sie auf Frauen Druck ausüben. Ja, sie gehen auf Frauen zu und sagen, hey, und da ist so viel von diesem Druck, von diesem, kannst du mir eine positive Reaktion geben? Kannst du mir deine Nummer geben? Kannst du mir bitte zeigen, dass du mich magst? Ich will keinen Fehler machen. Das spüren andere. Das spüren andere. Das ist so fundamental zu verstehen. Das ist das Gesetz der Gefühlsübertragung. Sie spüren deine Nervosität, deine Angst. Ja? Und darum ist es so wichtig, dass wir daran wirklich ansetzen, wirklich in der Tiefe angehen, dass du dich wieder frei und ungezwungen mit anderen unterhalten kannst und wirklich souverän bist, im Frauenverführen, in Gesprächen mit anderen, sodass sie dann auch nach deiner Nummer fragen und du nicht immer gezwungen bist, Frauen hinterher zu jagen. Ja, die Männer bei uns in der Flirt Masterclass, die werden von Frauen auch gefragt nach ihrer Nummer. Das darfst du auch mal erleben. Ja, also, wenn du dich bewerben möchtest für die Charisma-Analyse, dann klick hier oben. Und ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Frage, die damit ja echt auch zusammenhängt und wo wir noch einiges dazu sagen wollen. Ja, Andy, warum ist es wichtig, dass man nicht zu allem Ja und Amen sagt? Genau. So, kommen wir zu dem Thema, was eigentlich hier in diesem Video das Kernthema ist, auch dieses Augenkontaktproblems. Warum ist es so wichtig, dass du nicht immer Ja und Amen sagst? Das Ganze hat eigentlich drei große Überthemen, drei Kapitel, wenn du so willst. Hau mal raus. Das erste ist der Grund, dass du deine eigenen Werte hast.
Und das dürfen andere sehen. Das dürfen andere mitkriegen. Sie dürfen hören, wie du das magische Zauberwort, das in Hollywood alle Türen öffnet, Nein sagen kannst. Nein. Nein. Nein ist das sexieste Wort Hollywoods und das habe ich, als ich dort gearbeitet habe, auch gesehen und gelernt. Wenn du dich rar machst, wenn du nicht zur Verfügung stehst, dann wollen dich Leute mehr. Heißt das, dass du dich jetzt absichtlich rar machen solltest? Willst du Geld, mach dich selten und dann irgendwie so tun solltest, als ob du nicht zur Verfügung stehst? Nein. Nein. There you go. Jetzt habe ich aber auch Nein gesagt. Es bedeutet lediglich, dass in den Momenten oder in den Entscheidungen, in denen du authentisch selber eine andere Meinung hast, Dinge anders siehst, dass du dann auch zu dieser Meinung stehst und dann andere Meinung eben revidierst und sagst, hey, nein, das sehe ich anders. Oder das müssen ja nicht mal Meinungsverschiedenheiten sein. Das kann ja auch, und hier kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, zum zweiten Kapitel, zweiten Überschrift, das kann ja auch ein ganz leichtherziger Flirt sein. Denn ein Nein kann zum Beispiel auch einfach so aussehen, dass du sagst, Makako, ich stehe gerade auf dem Schlauch, was willst du von mir? Ein Nein kann zum Beispiel bedeuten, dass du einfach sagst, ich glaube dir kein Wort. Ach, der Schlauch ist wieder da. Spürst du ihn? Wo steckt er? Jetzt spückt er so. Das weißt du doch. So, ich glaube dir kein Wort. Komm, das kannst du anderen doch erzählen. Nein. Ja, das kannst du doch besser. Das kannst du doch besser, genau. Dass du sie spielerisch aufziehst, dass du sie spielerisch sagst, dass du ihr nicht glaubst. Das Ganze ist ein Scherz, ja. Also das merkst du auch dann in meinem Gesicht, dass das kein ernsthaftes Ich glaube dir nicht ist, sondern eben einfach ein ganz entspanntes, leichtherziges Ich glaube dir kein Wort. Die Geschichte hast du doch erfunden, oder? Hast du aus der Klatschpresse heute Morgen geklaut, dass du mir das hier erzählst. So, wenn du das als spielerisches Element mit einbaust, dann hast du auch dort wieder diese Leichtigkeit. Ja, dieses erlebt mich nicht, erlebt mich nicht. Und es ist ganz wichtig für eure Dynamik, damit das Ganze eben nicht nur auf der freundschaftlichen Ebene sich abspielt, sondern auch ganz klar da ein Flirt sich abbildet. Und der dritte Punkt ist Nein zu sagen, um zu filtern. Es schenkt dir so viele Möglichkeiten herauszufinden, ob die Frau, mit der du gerade redest, auch wirklich mit dir d'accord ist oder nicht und vor allem, wie sie mit dir umgeht, wenn sie nicht mit dir einer Meinung ist. Und da kannst du auch gerne einfach mal was Neues sagen, etwas, wo du vielleicht noch nicht mehr wirklich dahinter steckst, um einfach mal zu sehen, wie sie reagiert. Was ich zum Beispiel auch sage, ist nur, um die Reaktion zu sehen, weißt du was, ich habe jetzt Bock, einfach kleine Kinder umzuschubsen, um mich mächtig zu fühlen. Was hältst du davon? Ich hatte bis jetzt noch nie eine Situation, wo ich keine Reaktion bekommen habe. Du kriegst auf jeden Fall eine Reaktion, wenn du diesen Satz sagst. Bitte nachmachen auf eigene Gefahr. Oftmals kommen sehr, sehr heftige Reaktionen zurück, aber anecken hilft ungemein dabei, einen Menschen kennenzulernen. Und das ist ja das, was ich im Grunde genommen will, wenn ich Frauen anspreche. Ich möchte die Person kennenlernen. Ich möchte wissen, wie diese Frau denkt, was für Werte sie hat, welche Werte sie vertritt und wogegen sie ganz klar ihr eigenes Nein hat. Was würde sie von mir halten, wenn ich jetzt ein Drogensüchtiger wäre? Wie würde sie dazu stehen, wenn ich sagen würde, also dreimal in der Woche kiffe ich auf jeden Fall. Was hältst du davon? Für mich ist es sehr wichtig. Ja, es ist auch für sie sehr wichtig. Es ist ja gerade für sie auch sehr wichtig, dass sie bei dir hört, dass du deine eigenen Werte hast. Also dieser Filtermechanismus, der ist ja nicht nur von deiner Seite aus gegeben. Also der ist bei den allermeisten Männern nicht gegeben. Kaum ein Mann filtert. Sagt auch, sie sieht toll aus. Sie mag mich. Ich bin verliebt. Das ist der größte Filtermechanismus, wenn man keine Auswahl hat. Wenn man emotional abhängig ist. Sie mag mich. Und sie ist süß. Ja, dann verliebe ich mich jetzt in sie. Punkt. Ja, Charakter egal, alles egal. Sie mag mich, ich rede mir allen Rest schön. Und sie ist vielleicht ein Energievampir und zieht dir immer wieder deine Energie. Oder vielleicht merkst du, weil du auch schon ein bisschen weiter bist, dass du immer wieder dasselbe Muster hast,
dich in Frauen zu vergucken, die noch sehr viele Baustellen haben und die du dann versuchst zu reparieren, diese Baustellen. Und wenn das der Fall ist, dann ist das eine selbstdestruktive Handlung, weil du dir eben nicht selber zugestehst, dass du was Besseres verdient hast, dass du auch verdient hast, glücklich zu sein, dass du eine Partnerin verdient hast, die dich glücklich macht und nicht die ganze Zeit deine Aufmerksamkeit braucht, um ihre Probleme zu lösen. Ja? Aber das ist ein anderes Thema. Darüber reden wir in der Charisma-Analyse, wenn du dieser Mann bist, denn dann habe ich da einige sehr konkrete Herangehensweisen für dich. So, also, filtern ist ein Mechanismus, der für dich wichtig ist, aber auch für sie. Und viele Frauen merken direkt innerhalb von einer Millisekunde, wenn du sie nicht filterst. Wenn du wirklich wie alle anderen Kerle wie aus dem Gesicht geschnitten bist und einfach nur zu allem, was sie sagt, ja und Amen sagst. Sie sagt, ja, dann war ich in Mallorca und dann war ich in Barcelona und diesmal sagst du einfach nur die ganze Zeit, aha, okay. Aha, oh, und da war es schön. Ah, okay. Ja, oh, schön. Wenn es einen Ausdruck gibt, den ich immer wieder höre. Ja, ich war, oh ja, ich war auch mal da. Wenn es einen Ausdruck gibt, den ich immer wieder höre von Männern, die emotional abhängig sind, dann ist das, ah, okay. Dieser Ausdruck ist ein Ja- und Amen-Ausdruck. Acht mal darauf, ob du das immer wieder sagst, wenn du mit Frauen redest. Ob du sie magst oder nicht, weil du vielleicht schon konditioniert bist, immer Ja zu sagen, immer höflich zu sein. Und weil wir auch von unseren Eltern und von unserer Umgebung gelernt haben, wenn du auffällst, wenn du Nein sagst, wenn du gegen den Strom schwimmst, dann kriegst du Haue, dann wirst du von der Menge bestraft. Und aus diesem Grund sagen wir dann eher immer Ja und haben uns das wirklich als Angewohnheit angeeignet, dass wir andere nicht verletzen wollen, dass wir nicht böse sein wollen, dass wir lieber positive Energie doch mit hier auf den Tisch legen und deswegen Ja sagen, weil das ist doch schöner als ein Nein. Stimmt's? Natürlich ist das eine noble Herangehensweise, also ein nobler Wunsch, keine noble Herangehensweise, ein nobler Wunsch, dass du Gutes in die Welt tragen willst, ja, und dass du andere nicht verletzen möchtest. Das applaudiere ich, das hast du auch echt toll in deinem Herzen verinnerlicht, aber es gibt Grenzen. Grenzen, wenn du deine eigenen Bedürfnisse nicht erfüllt siehst. Grenzen, wenn deine eigenen Werte überschritten werden. Und auch manchmal ganz einfach Grenzen, wenn dir etwas nicht gefällt und du damit ehrlich bist. Ja, dann ist auch das mal okay zu sagen. Und zu sagen zum Beispiel, das wird mir gerade zu viel, ich brauche mal eine Pause und dass du gehst. Boah, wann hast du das denn das letzte Mal gemacht? Bei Menschen, wo du möchtest, dass sie dich mögen. Sehr selten, oder? Vielleicht nie. Vielleicht gehörst du zu der seltenen Kategorie Mann, der das immer wieder macht. Okay, aber warum klappt es dann trotzdem nicht bei Frauen? Warum klappt es nicht bei diesen einen Frauen, die du willst? Dann sind wir wieder bei dem Thema Selbstdestruktion. So, darüber müssen wir einfach 1:1 reden, weil dein Fall, den muss ich erstmal kennenlernen. So, hier oben findest du die Charisma-Analyse, wo wir wirklich deine Erfahrungen mit Frauen analysieren, wieso es bisher noch nicht geklappt hat und wieso du ganz individuell noch nicht verstanden hast, welche Blockaden dich dabei behindern. Meistens sind es 3 bis 5 Blockaden, die wirklich einen dort wirklich behindern, überhaupt zu sehen, woran es liegt. Ja, und wenn wir eine gelöst haben, das machen wir dann schon in der Charisma-Analyse, da können wir eine direkt auflösen und dir den Weg daraus zeigen, dir den Leitfaden geben. Aber meistens sind es mehr als das. Aus diesem Grund gibt es Coaching. Aus diesem Grund coachen wir ja Männer. Und es geht bei, wenn wir bei uns im Einzelcoaching reden, also bei uns wirklich in der Flirt Masterclass, was ja ein sehr intensives Einzelcoaching-Programm ist, was über 13 Wochen geht, dann fängt das ja auch schon bei 4.000 Euro an, geht bis zu mehreren 10.000 Euro für die Männer, die wirklich intensiv mit uns zusammenarbeiten, weil das einfach dein Leben verändert, weil wir da nicht einfach nur mal dir ein paar Tipps geben, sondern du bist dort in unserer persönlichen Betreuung. Jeden Tag kannst du mit uns reden, jeden Tag hast du mit uns Kontakt, jeden Tag hast du die Möglichkeit zu erfahren und zu spüren, wie in deinem eigenen Umfeld Menschen positiver auf dich reagieren, wie du siehst und du kriegst Feedback, woran das liegt. Du siehst dann endlich mal diese blinden Flecken, woran es liegt, dass du bisher nicht so gut vorangekommen bist und es jetzt auf einmal die Frau eben nach deiner Nummer fragt. Die Frage ist echt, was willst du? Willst du jetzt noch lange hier von demselben Fleck drumherum eiern oder willst du, dass sich jetzt endlich mal was verändert, dass sie endlich mal was tut? Wenn du das willst, dann liegt es echt an dir. Jetzt bist du gefragt. Es ist deine Entscheidung, den nächsten Schritt zu gehen und dich zu informieren, was wir dort machen können. Ja? Komm in die Charisma-Analyse hier oben, dann kann ich dir alles erklären, wie das abläuft.
Und dann bekommst du auch diesen Leitfaden, damit du selber weißt, wie du in den nächsten 10 Wochen, vielleicht schon genauso wie der Paul oder der, Roman gerade, oder... Ja, der Roman geht... Der Roman, der geht so ab. Sowieso habe ich auch schon oft erzählt. Oder auch der Costa. Ich muss mal ganz kurz, warte, Katako, lass mich mit dem Roman ganz kurz feiern. Komm, wir feiern Roman. Roman freut sich. Roman hat übrigens mich am Freitag gefragt, ob ich gerade in Zypern bin, weil seine Eltern mich gesehen haben. Und habe ich gesagt, ach, du hast deinen Eltern erzählt, dass du hast ihnen Fotos von mir oder Videos gezeigt. Also ja, ja, ich zeige ihnen immer wieder mal was, vor allem wenn du mich erwähnst. So mega, mega, mega cool, mega süß. So, die Eltern haben mich erkannt, waren aber nicht sicher. Dann habe ich gesagt, nächstes Mal sollen die auf mich zukommen. Ja, genau. Aber das ist alles möglich für dich und ich wünsche dir das echt von Herzen, damit du dich ebenfalls endlich wieder traust, aus dir herauszukommen, damit du keine Angst davor haben musst, vor Frauen oder anderen Menschen deine Bedürfnisse zu zeigen, ja, deine Grenzen aufzuzeigen, auch mal Nein zu sagen. Denn das ist echt der Kern von emotionaler Abhängigkeit. Der Kern von emotionaler Abhängigkeit, dass du bei anderen Menschen nicht du selber sein kannst, weil du befürchtest, dass sie dich dann nicht mehr mögen. Und dann bist du bereit. Ja, ja, das ist Bullshit. Ganz extrem da gesagt, wartet, quasi. Da wartet so viel Freude auf dich. Da wartet so viel Freude auf dich, wenn du deine Grenzen mal endlich über Bord wirfst und deine Ketten sprengst und anfängst, mal das Unmögliche möglich zu machen. Und das funktioniert nur auf eine Art und Weise, durch Freude und Spielen. Und das kannst du mit uns. Spiel mit uns. Ja, Mann. Spiel. Hab wieder Spaß an der ganzen Sache. Das ist das Flirten. Ja? Ich helfe dir sehr gerne dabei. Und das machen wir seit 10 Jahren. Extrem professionell. Wir wissen, was wir machen. Wir helfen dir. Wir haben schon mit jedem Menschen gearbeitet. Jeden Menschentypen. Männer, die von 21 bis 55 Jahren alt sind. Bei uns ist jeder im Programm willkommen, wenn er die richtigen Werte mitbringt. Denn auch hier sagen wir Nein, wenn wir merken, der möchte Frauen nur ausnutzen, der will sie nur manipulieren, der hat keine höheren Ziele für sein Leben mit Frauen, dann unterstützen wir das eben nicht und sagen dir dann auch in dem Gespräch Nein. Das heißt, es ist wirklich ein Win-Win, also eine Situation, in der sowohl du, die Frauen, deine Freunde, deine Familie, alle etwas davon haben, wenn du wieder dir erlaubst, deine Bedürfnisse zu erfüllen, wenn du es dir erlaubst, glücklich zu sein. Ja, damit bist du kein schlechter Mensch, wenn du dir selber erlaubst, auch happy zu sein, wenn du dir selber erlaubst, zu deiner Sexualität zu stehen, ja, dass du sie magst, dass du Frauen magst, dass du Sex willst, dass du gerne Sex hast. Das sind alles Sachen, die jeder Mensch in sich irgendwo hat und die Menschen, die glücklich sind, die akzeptieren diese Dinge und leben sie auch aus. Das ist das, was Halleluja. Wir extrem sexy finden an Frauen, wenn sie das machen. Ja, wenn Frauen einfach wirklich sehr selbstbewusst in ihrer Sexualität umgehen, dann ist das fast schon einschüchternd für manche, weil, ja, meine Güte, ich möchte das auch so können. Krass, dass er oder sie das so kann. Ja, aber das darfst du wieder. Darüber müssen wir auch mal reden. Auf jeden Fall. Aber das ist keine Frage der Arroganz. Das ist einfach nur eine Frage des Selbstbewusstseins, dass du es dir selber wert bist, dass du dir selber deine eigenen Werte bewusst bist. Selbstbewusstsein. Dass du es verdient hast, ein glücklicher Mann zu sein. Also, mein Lieber. Werd dir deiner selbstbewusst. Das wünschen wir dir. Komm in die Charisma-Analyse, wenn du möchtest, dass ich dir diesen Weg zeige. Du hast es verdient. Den Link findest du hier. Bis dahin und bis zum nächsten Video. Eine wunderschöne Woche.